Servus und willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch ein bisschen mit über die nächsten 2 bis 3 Tage. Wir haben morgen nämlich einen sehr coolen Termin und machen uns da einfach auch noch einen schönen Tag dann draus. Am Wochenende haben wir dann noch allgemein ein bisschen was vor. Und wir waren noch gerade noch kurz einkaufen, auch fürs Wochenende, fürs Kochen. Und Domi bringt gerade einen Wagen zurück und dann zeige ich euch zu Hause kurz einen kleinen Speed-Haul, weil wir haben ein paar coole Rezepte vor. Und in letzter Zeit habe ich ein sehr cooles neues Rezept rausgefunden. Aufgrund von Restverwertung und das ist der Hammer. Das werde ich euch auch zeigen heute. Hallo! Hallo! Wie cool ist das Rezept für heute Abend, Schatz? Ich bin hart gespannt. Ich kenne es tatsächlich nur mal von einem Bild, was sie mir gezeigt hat. Ich selbst habe es noch nicht probiert. Und das ist der Hammer, Schatz. Wehe, das ist nicht gut hier. Schatz, also, das ist ganz toll. Ich bin gespannt auf dein Urteil später dann. Aber jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Hast du schon Hallo gesagt zu Abend? Habe ich. Okay, Hallo auch von mir hier. Hi. Jetzt geht's nach Hause. Jetzt geht's nach Hause. Speed Hall, Abendessen. So, wir sind zurück. Einmal Zucker und einmal Salz. Domi hat nämlich für meinen Geburtstag einfach einen Kuchen gebacken. Genau genommen hat er 3 Kuchen gebacken, weil der erste Kuchen war einfach verwechselt, so der Klassiker Zucker und Salz verwechselt. Deswegen ist unser ganzes Salz leer. Ja, dann brauchen wir für morgen, beziehungsweise eigentlich für einen anderen Tag, aber morgen mache ich es vorbereitend, einen Nudelsalat. Dafür brauche ich meine Erbsen mit Möhrchen. Die sind ganz wichtig. Ich mache den Nudelsalat übrigens ohne Mayo. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Nudelsalat mit oder ohne Mayo macht. Ich mache definitiv ohne Mayo. Schmeckt viel, viel besser. Nur mit Essig und Öl. Ne? Dann haben wir ein bisschen Snacks für unterwegs, weil wir noch was Cooles vorhaben zum Wochenende. Dann haben wir einmal Paprika und so eine Landgurke. Sieht aus wie so eine Riesenessiggurke. Dann haben wir auch ein bisschen Obst und zwar Bananen und Trauben. Leute, die Trauben sind so schön. Guck mal. Aber die sind so teuer geworden, die haben einfach fast 6 Euro gekostet. Das ist für das bisschen hier. Dann haben wir noch einen Salatkopf, weil wir frühstücken am Sonntag nämlich im Auto und dafür mache ich uns Sandwiches. Wundert euch nicht, dass es laut ist. Leute, wir wohnen auf dem Land, das sind Traktoren, ja. Dann haben wir für heute Abend Mais, ganz, ganz viel Mais. Einmal Mais, zweimal Mais, dreimal Mais. Zitrone brauchen wir auch dafür übrigens. Wir brauchen neue Zahnpasta, deswegen haben wir Zahnpasta gekauft. Dann war ein Essiggurkenangebot tatsächlich. Und zwar, wenn man für 6 Euro Essiggurken kauft, dann gibt es 2 Euro Rabatt, frag mich nicht. Haben wir gemacht, bei Essiggurken gehen wir uns weg wie warme Semmel. Wir haben einmal Bärlauchgurken. Das sind meine absoluten Lieblings-Essiggurken. Und 2 Sorten, die kenne ich noch gar nicht. Da einmal diese Schlemmertöpfchen Balsamico Bianco. Das ging sehr, sehr lecker. Langsam geht mein Platz hier aus. Bitte falle ich nicht runter da. Und Moskauer Art. Keine Ahnung, mit Koriander verfeinert. Koriander ist wundervoll, also wird schon gut schmecken, denke ich mal. Und dann haben wir noch für die Sandwiches, die ich natürlich fürs Auto dann auch mache, weil wir einfach eine längere Fahrt vor uns haben, haben wir einmal Käse, den brauchen wir aber auch für Nudelsalat. Mandeln, die kommen nicht auf ein Sandwich, aber trotzdem mit ins Auto. Frischkäse, so Wurst mit Käse drin, beziehungsweise Tiroler Salami heißt die hier. Und Wildlachs, weil ich werde mir hart einen Fischweckler machen zum Frühstück. Dann haben wir noch Nudeln. Für den Nudelsalat, da habe ich diese Muscheln. Eigentlich möchte ich mir diese kleinen Hörnchen, die gab es aber nicht. Und hauptsache sind kleine Nudeln. Also im Endeffekt ist einfach nur wichtig, dass es sehr viele, sehr kleine Nudeln sind. Und es wird erfüllt, dieses Kriterium. Leberwurst, Schmand, das brauche ich auch für heute Abend. Und dann, ja, passt schon. Wir kochen jetzt aber auch. Und zwar heize ich den Ofen einmal hier auf Umluft, 200 Grad vor. Dann brauchen wir natürlich Maiskolben. Ich habe jetzt hier 6 Stück, also ich esse meistens 2. Domi isst aber ein bisschen mehr und das ist unser Hauptessen. Wir haben auch in dem Sinn keine klassische Beilage, sondern nur eine Breze, die wir einfach noch dazu essen. Und deswegen habe ich einfach mal 6 Stück mitgenommen. Die muss man dann noch schneiden. Das ist echt eine eklige Arbeit. Aber Domi hat sich schon freiwillig bereit erklärt, das zu machen nachher. Die Maiskolbenstücke, die werden dann quasi mariniert. Dafür brauchen wir ein bisschen Öl, bisschen Paprikapulver, bisschen Pfeffer, bisschen Knoblauch, aber nicht so viel, weil wir unter Leute gehen. Und Chiliflocken ordentlich. Das soll scharf werden. Und dann brauchen wir auch noch ein bisschen Salz. Zum Rühren braucht ihr gar keinen Löffel. Das kann man einfach so ein bisschen schwenken. Das reicht schon völlig. An der Stelle hier mein kleiner Tipp, weil wie gesagt, das ist echt eine miese Arbeit, aber es lohnt sich. Am besten schneidet ihr hier einmal längs, dass ihr wie so eine Kerbe habt, wo das Messer drin laufen kann dann auch, auf und danach quasi von oben her so und dann einfach nur so, so geht's am besten. Für den Dip, da brauchen wir einmal Schmand. Da brauchen wir auch nicht den ganzen Becher, sondern so gut die Hälfte für 2 Personen. Den Rest hebe ich auf für was anderes mal. Dann so ein bisschen Zitronensaft.
Dann brauchen wir Knoblauch, entweder frischen oder granuliert. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer und ein bisschen Koriander. So, dann alles durchmischen und das war's schon. Dann natürlich einfach alles gut durchmischen, dass sich die Marinade überall halt auch verteilt. Das kommt dann einfach hier so aufs Backblech drauf. Wichtig ist, dass es wirklich quasi auf die Seite legt und nicht auf die Maiskörner an sich praktisch. Sonst verbrennen die nämlich, wenn die unten liegen. Genau, ist jetzt ein bisschen viel geworden, aber schauen wir mal. Das kommt dann jetzt hier schön in den Ofen rein. Und es wird jetzt gebacken für 25 Minuten. Schaut mal, das ist fertig geworden. Sieht es nicht hammermäßig aus? Oh mein Gott, ich hab so Bock drauf. Oh, ich bin gespannt, was du sagst. Also ich feiere die Dinge richtig hart. Voll interessant, oh mein Gott. Mhm. Und? Boah, ist ganz anders, wie ich das kenne, oh mein Gott. Aber es ist hart lecker, oder? Mhm. Und es macht richtig Spaß, das mit den Händen zu essen und so abzunagen, ja. Wie Chicken Wings. Mhm. Chicken Wings aus Gemüse. Mais Wings? Mhm. Corn Ribs. So, ich beende die Szene. Auf dir. Übrigens, Domi hat doch vorhin ein Paket abgeholt. Das war das da hier. Dreifache Ausfertigung von unserem Baugesuch. Das heißt, das leiten wir jetzt, wenn wir es unterschrieben haben, an die Stadt weiter. Und dann kriegen wir, wenn alles hinhaut, eine Baugenehmigung. Beim Baugesuch sind natürlich auch die ganzen Pläne mit dabei. Und so langsam nimmt es hier auch Formen an. Ich finde es so schön, das auch zu sehen. Und ich glaube, das wird richtig cool am Ende. Wir sind jetzt erstmal auf dem Weg Richtung Start. Domi fährt, hat sich bereit erklärt. Und ja, wir dürften eigentlich rechtzeitig kommen von der Zeit her. Wir haben nämlich einen Termin nochmal für Küchen. Weil aus der Community sind jetzt tatsächlich mehrere Empfehlungen gekommen wegen diesem Reddy-Küchen. Und wir haben gedacht, dass wir uns da einfach mal einen Termin holen und ja, da eins einfach auch mal ein Angebot rechnen lassen. Vielleicht können wir uns das ja günstiger anbieten und vielleicht können die ja mithalten mit der Konkurrenz sozusagen oder sogar unterbieten. Schlagwerker. Ja, und das ist unsere erste Anlaufstation. Wir wissen, wo das ist. Wir haben auch gegoogelt, da kann man anscheinend direkt davor parken, aber keine Ahnung. Also ich hoffe einfach, dass es hinhaut. Wenn nicht irgendwie laufen müssen und zu spät kommen. Supi! Unser Küchentermin war erfolgreich und jetzt haben wir hart Hunger, weil wir einfach das Frühstück so ein bisschen geskippt haben halbwegs oder einfach sehr, sehr wenig gegessen haben. Und wir gehen jetzt definitiv kurz was essen. Wir haben uns dann einfach solche Wraps geholt und sind danach noch ein bisschen in verschiedenen Läden gewesen wegen Bodenbelegen. Wir waren uns noch nicht so ganz sicher, welchen Boden wir machen, aber das ist ein Thema, mit dem man sich frühzeitig auseinandersetzen muss, weil die halt unterschiedlich dick sind und das ist relevant für den Essstrich. Es ist zwar noch nicht ganz Mitternacht, aber es ist schon sehr spät abends und wir haben jetzt einfach noch angefangen, Muffins zu backen, weil unsere Planung war leider ein bisschen scheiße. Die Planung hat sich eher verändert, weil es fahrtechnisch viel besser ist, dass wir uns direkt an unserem ersten Erlebnisort treffen und dadurch uns eine ganze Weile Fahrt sparen. Aber dadurch steht unser Auto nach der Fahrt zusätzlich noch ein paar Stunden wahrscheinlich in einem wärmeren Tag rum und vielleicht nicht ganz so geil für Nudelsalat. Deswegen Muffins sind robuster und deswegen bringen wir statt Nudelsalat Muffins mit und das ist für die Essensplanung bestimmt überhaupt allerdings das Allergleiche. Also es ist bestimmt toll, wenn die mit Nudelsalat rechnen zum Grillen und wir einfach mit Muffins anrücken, aber naja, besser wie mit gar nichts, bevor es kaputt geht, ne? Ja. Deswegen machen wir jetzt eine Late-Night-Aktion und backen jetzt gerade noch zwei Muffins, also zwei verschiedene, einmal mit Kakao und einmal hell. Ich mache uns hier Frühstück und Mittagessen mehr oder weniger in einem als große Brote. 4 Stück, 2 Personen. Und ich möchte euch zeigen, hier einen richtig coolen Tipp, wie ihr euer Gemüse auf so ein Brötchen packen könnt, ohne dass es runterfliegt. Würde ich hier jetzt Streifen schneiden, dann würden die wahrscheinlich alle wieder runterfliegen bei der Fahrt, gerade wenn man als Fahrer dann auch nebenher isst. Das heißt, ich gehe jetzt her und schneide von einer Seite den Paprika so ein. Dann gehe ich her und schneide von der anderen Seite den Paprika auch ein, aber so, dass es länger eingeschnitten ist quasi und, also nicht so die Schnitte, sondern so, ne, zickzackmäßig, weil dann kann ich das Ding nehmen und kann es hier so ein bisschen quasi auseinanderziehen. Es ist aber trotzdem noch zusammenhängend und ich kann es hier einfach so komplett aufs Brot legen. Ist es geil oder was?
So, Leute, wir können los. Ich habe es geschafft. Wir sind fertig geworden. Und wir haben, glaube ich, wieder Snacks dabei, als würden wir, keine Ahnung, 2 Wochen Roadtrip machen oder so. Nein, aber wir haben 600 Kilometer vor uns heute. Wir haben, wie gesagt, die Brötchen, die ich euch vorhin gezeigt habe, mit dabei. Für jeden 2 Stück, einfach weil das Frühstück und Mittagessen ist, weil wir kein Mittagessen machen werden. Wir grillen heute Abend noch zusammen mit der Familie. Die besuchen wir dann noch. Aber bis dahin gibt's nichts. Das ist halt erst um 18 Uhr oder so. Das heißt, bis dahin halten uns diese 2 Wäckle über Wasser. Und wir haben noch Kaffee gemacht, beziehungsweise Domi hat Kaffee gemacht. Ich habe die Brötchen gemacht, er hat die Kaffee nebenher gemacht und nebenher das Auto geladen. Bin gespannt, was für einen Kaffee er für mich gemacht hat. Ich habe schon die Wild Mocha Flasche gesehen, das ist sehr gut. Domi, der zieht, glaube ich, gerade auch noch schnell Schuhe an. Geht nochmal klüchen. Ja, und dann können wir los. Schau hier. Hier ist der ganze Kaffee am Start. Einmal warm für Domi in der Thermoskanne oder Thermosflasche. Einmal im Kaktusglas, kalt für mich. Und hier ist die Snackbar auch offiziell eröffnet. Ah, und wir haben noch Kaugummi dabei, Leute, weil wir haben in den letzten Tagen so viel Knoblauch gehabt. Und wir haben, glaube ich, so eine richtig gottlose Knoblauchwolke um uns rum. Das können wir der Familie nicht antun. Die Muffins, die wir gestern gebacken haben, die sind natürlich auch mit dabei. Und die sind natürlich selbstverständlich angegurtet. Wir hatten einen richtig schönen Tag mit der Familie jetzt und es war einfach echt nett, die mal wiederzusehen. Ich bin jetzt mit dem Auto unterwegs zurück in die Hochschule und bei mir läuft es auch super, obwohl es eine komplett unbekannte Strecke ist. Domi hingegen, Leute, es geht einfach nur alles. Leute, ich bin im Wohnheim angekommen. Meine Fahrt lief echt gut. Die von Domi, ich habe es vorher schon ganz kurz erwähnt, die lief exakt gar nicht gut. Ich erzähle es euch. Ihr könnt es nicht glauben, was wieder passiert ist. Domi hat extra geguckt, wo fährt der Zug, wann fährt der Zug, welches Gleis fährt der Zug. Und zwar so akkurat, dass er auch 5 Minuten vor Abfahrt eine Gleisänderung in der App mitgekriegt hat. Ist auf das geänderte Gleis rübergegangen, stand in der App auch weiterhin so drin, hat auch ständig aktualisiert. Ne? Auch an der Anzeige am Bahnsteig direkt stand das geänderte Gleis. Ne? Tja, der Zug ist halt nochmal von einem komplett anderen Gleis weggefahren. Ne? Und er hat den dann irgendwo da drüben wegfahren sehen. So. Stand aber weder am Bahnsteig noch in der App richtig dran. Heißt, wegen dem durfte er dann erstmal warten, bis der nächste Zug fährt. Übrigens war das die letzte Verbindung, aber egal, ne? Also es kommt noch viel besser. Er ist dann, nachdem er echt lang gewartet hat, mit einem Zug noch nach München gekommen und musste dann in München, damit er nicht 7,5 Stunden dort am Bahnhof warten muss, damit er sich quasi dann in den ersten Zug morgens nach Hause setzen kann, ist er dann unnötigerweise von München nach Stuttgart gefahren und dann dort 2,5 Stunden nachts rumgelaufen, hat sich eine Bockwurst bei der Tankstelle geholt und ist dann irgendwo da rumgelaufen, um dann unnötigerweise wieder von Stuttgart nach München zurückzufahren. Einfach nur, damit es halt warm hat und damit er irgendwo da hingehen kann und nicht draußen rumhängt und warten muss 7,5 Stunden am Bahnhof, ja. Um dann dort nochmal eine Stunde irgendwie zu warten oder so und dann den ersten Zug zu nehmen nach Hause. Er hat dann die komplette Nacht durchgemacht, weil es die Bahn mal wieder nicht hingekriegt hat, das richtige Gleis anzugeben. Und es war nicht sein Fehler. Explizit nicht sein Fehler, muss ich dazu sagen, ja. Also, ja, cool. Und jetzt, dann durfte er quasi mit gar keinem Schlaf dann jetzt wieder arbeiten gehen. Herzlichen Glückwunsch. Leute, ich hasse die Bahn. Ich hasse die Bahn. Wirklich. Es gibt in meiner Vergangenheit so viele Stories, wo ich quasi wegen der Bahn irgendwo warten durfte, irgendwo nächtigen durfte, irgendwo gestrandet bin oder sonst irgendwas Dämliches passiert ist, ja. Also, da ist die Liste ist unendlich lang, wirklich. Da braucht man sich nicht wundern, warum die Leute so gerne Auto fahren. Ne? So, genug aufgeregt. Domi, der wird mit Sicherheit auch gut zu Hause ankommen. Ich habe ihm auch gesagt, bitte gib mir Bescheid morgen früh. Ich muss jetzt schlafen gehen. Morgen früh geht es hier bei mir weiter. Damit beende ich aber auch diesen Vlog. Es ist auch schon wieder genug passiert. Wir haben die Küche nochmal den Termin erledigt. Wir haben das Baugesuch endlich bekommen, dass wir es losschicken können. Das heißt, das Ganze wirklich geht ins Rollen und rollt weiter und ist alles super und ja, es geht auf jeden Fall voran. Schaut hier diese beiden Videos doch an, falls ihr die nicht gesehen habt. Und ansonsten lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da und folgt mir für mehr. Macht's gut. Tschüss.